rein mit unseren brisantesten Fällen. Stern TV deckt auf. Kriminelle Machenschaften, Gewalt, Missbrauch und Abzocke. Ein Abend in Duisburg. Dort, wo die Bordelle sind, da sammeln sich plötzlich Mitglieder eines Rockerclubs. Sie wollen so ihre Macht demonstrieren. Vor der Kamera gibt man sich betont friedlich. Wir kommen hier hin, wir stellen uns hin, essen, trinken, machen, was wir wollen, dann gehen wir wieder. Das heißt, würden Sie schon sehen, dass die anderen das als Provokation? Ja, wenn einer meint, dass das jetzt sein Revier ist, ja, aber wir sind ganz friedlich hier. Die Polizei sieht das mit anderen Augen, beobachtet den Spuk argwöhnisch. Denn in Duisburg gibt es einen Rockerkrieg. Es sind Schüsse gefallen, immer wieder. Offenbar geht es um die Vorherrschaft im Milieu. Ein Krieg zwischen Hells Angels und den aus Holland stammenden Satudara. Mit Motorradromantik hat das alles wenig zu tun. Die Satudara, in Holland gegründet, drängen nach Deutschland. Es geht um Drogenhandel, Prostitution, organisierte Kriminalität. Die Satudara Vereinskneipe. Eine zwielichtige Welt, wo die Anführer sich nach außen hin lammfromm geben. Wir wollen uns nur frei bewegen, Motorrad fahren und in unseren Bewegungen nicht einschneiden lassen. Das ist alles. Fußballvereine spielen Fußball und wir fahren Motorrad. Ich kümmere mich um meine Kinder, ich fahre die zur Schule, Kindergarten, bewege mich frei, bin überall. Okay, aber irgendwie trage keine Weste. Dann im Stern-TV-Studio. Ein Polizist, zwei Rocker und deren Kumpane. Wieder betonen sie ihre Friedfertigkeit. Wir sind schon seit 2,5 Jahren in Duisburg. Ich bin da geboren, aufgewachsen. Und dann sagen Sie bitte, was denn gegen uns vorliegt. Die Antwort 4 Wochen später. Bilder einer Polizeirazzia. Die Beamten nehmen das Vereinsheim der Rocker auseinander. Es werden Drogen gefunden. Ali Osman kommt in Untersuchungshaft. In seinem Privathaus findet die Polizei Waffen, schussbereit. Es hieß ja, dass die tatsächlich geladen gewesen sind. Es wurde auch Munition gefunden, die zu den Waffen passt, ja. Ali Osman und einige seiner Kumpane warten jetzt auf ihren Prozess. Facebook, ein Sicherheitsrisiko, ein Café mit einem sogenannten Hotspot. Internet kostet.